Vorhin wurde erwähnt, man gehe zu wenig auf den Inhalt ein dieses Koalitionsprogramms. Da frage ich mich, welches Programm, welcher Inhalt? Man könnte es vergleichen mit einem Wäschetrockner, Klappe auf, warme Luft raus, Klappe wieder zu, aber von Inhalt keine Spur. Anscheinend hat man aber auch eigene Versprechen, die man gegeben hat, vergessen, wie beispielsweise in einem Interview, das Landeshauptmann Kompatscher vor Jahren gegeben hat, indem er gesagt hat, stellen wir uns vor, wir hätten dieselbe Situation wie im Trentino oder in anderen Regionen, ein Mehrfachsystem oder eine Mehrfachkoalition, wo nichts mehr weitergeht. Das wäre für mich die Schmerzensgrenze. Und was haben wir jetzt in der Realität? Genau das. Zudem wurde unterstrichen, dass es ihm um Sicherheit, Stabilität und Handlungsfähigkeit für Südtirol gehe. Auch davon keine Spur. Punkto Sicherheit haben wir in den letzten Jahren zur Genüge mitbekommen, wie schlimmer die Zustände in unserem Land in puncto Sicherheit in den eigenen vier Wänden, aber auch auf offener Straße immer werden. Auch für Frauen ist es nicht mehr möglich, das Haus in den Abendstunden zu verlassen oder auf dem Heimweg nicht mindestens einen Pfefferspray mit im Sack zu haben, wenn nicht noch möglicherweise über einen Selbstverteidigungskurs zu verfügen, damit man überhaupt noch zu Fuß in den 8 Stunden sich auf die Straße getrauen kann. In Bezug auf Sicherheit geht es aber auch um die finanzielle Sicherheit in unserem Land, um die Gewährleistung von Gesundheit. Auch das bedeutet Sicherheit für viele Menschen. Wie sieht es aus mit leistbarem Wohnen? Haben wir da eine Sicherheit? Auch keine. Wie sieht es aus mit dem Auskommen der Renten? Auch keine Sicherheit. Wie sieht es aus in puncto, das hat er auch versprochen, weniger Steuern und Bürokratie für Mittel- und Kleinbetriebe? Hat es da Besserungen gegeben? Gibt es da Sicherheit? Minimale, aber keine spürbaren. Denn das hat dann alles Corona oder auch die Inflation wieder aufgefressen, wie eigentlich nie irgendetwas, irgendeine Maßnahme gesetzt. Wie sieht es aus mit Stabilität? Auch da fragen sich jetzt zu Recht Bereiche aus dem Wirtschaftsbereich, aus dem Tourismusbereich, aus dem Gesundheitswesen, aus dem sozialen Bereich, fragen sich die Menschen eben, wie sieht es aus mit der Stabilität in unserem Land? Rom diktiert, der Druck und die ganzen Belastungen werden immer größer, angefangen von den Klein- und Mittelbetrieben, die dann die ganzen Sicherheitskurse und Hygienekurse haben müssen, bis hin zu ihren Mitarbeitern, wo sie mit einem Fuß eigentlich ständig im Gefängnis sitzen. Und wie sieht es aus mit der Handlungsfähigkeit, die versprochen wurde? Corona hat es deutlich gezeigt, Rom diktiert und Südtirol hat zu folgen. Menschen werden eingesperrt, ihnen wird ein grüner Pass aufgedrückt. Ohne diesen dürfen sie nicht einmal mehr zur Arbeit gehen. Einem Grundrecht der Menschen. Und wie sieht es dann aus mit der Handlungsfähigkeit, mit der weltbesten Autonomie? Auch da hat eine Studie ganz anderes gezeigt. Über 50% der Bereiche wurden bereits beschnitten. Und wie soll da die Zukunft aussehen? Was ist aus der versprochenen Vollautonomie geworden? Oder Selbstverwaltung, von dem hört man alledem nichts mehr. Und das sind alles Versprechen von diesem Landeshauptmann, der auch versprochen hat, nur 2 Legislaturen im Amt zu sein. Und jetzt stehen wir hier und stimmen darüber ab, ob es in eine dritte geht, beziehungsweise es wird in eine dritte gehen. Doch von unserer Seite kommt ein klares Nein dafür. Es sind alles Versprechen, die gegeben wurden, aber die Realität schaut dann ganz anders aus. Und das spüren nicht nur wir hier im Saal als Abgeordnete, die schon länger hier sitzen können, aus Erfahrung sprechen. Andere eben haben es aber auch heute schon mehrmals betont, dass das, was versprochen wird, nicht der Realität entspricht, auch schon außerhalb dieser Räume hier zu spüren ist. Sehr viele Menschen haben diesem Landeshauptmann ihr Vertrauen nicht mehr ausgesprochen. So wenig Stimmen wie bei dieser Wahl, glaube ich, hat es vorher noch nie Vorzugsstimmen für einen Landeshauptmann gegeben. Die Landesregierung ist die Landesregierung der Verlierer. Sie besteht hauptsächlich aus Abgeordneten, die an Stimmen verloren haben. Die Menschen, die Wähler haben eigentlich gezeigt, wir wollen diese Abgeordneten, diese Menschen nicht, dass die weiterhin an der Spitze sitzen und Entscheidungen treffen.
Doch jetzt sitzen genau die in der Landesregierung und das Land wird in den nächsten 5 Jahren genau von jenen Menschen eben regiert und die Durchführungsbestimmungen eben gemacht, die eben eigentlich, wo die Menschen gesagt haben, die wollen wir nicht am Drücker haben. All diese Politik entspricht nicht den Wünschen der Menschen, nicht dem Wählerwillen. Und man braucht sich nicht wundern, wenn das Vertrauen in die Politik und in den Politikern schwindet. Denn allen voran ist es so, dass sehr viele Menschen sich fragen, warum geschieht das derzeit? Warum geht Kompatscher so eine Koalition ein? Warum geschehen gewisse Dinge in unserem Land? Warum schreibt man Dinge in ein Koalitionsprogramm und kann es danach doch nicht einhalten? Warum gibt man Versprechen und danach leidet man an Amnesie? Und die Menschen haben zu Recht das Vertrauen in die Politik und in die Versprechen verloren und wundern sich jetzt und sagen, die tun eh nur, was sie wollen. Man braucht sich nicht wundern, dass die Menschen eben auch zunehmend aggressiver werden, weil sie versuchen, ihren Wünschen und ihren Belangen Ausdruck zu verleihen, aber man hört nicht zu. Zu Recht die Frage, ja, leben die Politiker in einer anderen Realität? Ja, so mancher lebt wirklich in einer anderen Realität und hat, glaube ich, den Bezug dazu verloren, wie so mancher Mensch mit Mindestrente auskommen muss, dass er schauen muss, überhaupt noch sich die Lebensmittel ausreichend kaufen zu können, eine Miete zu bestreiten können, geschweige, wenn man Mindesteinkommen hat und eine Familie zu versorgen hat. All das ist die Realität. Aber für viele Politiker zwar mal gehört von einem Fall am Telefon, mal eine E-Mail bekommen von einem Fall, und bis zum Schluss sind es viele Fälle, aber unterm Strich spüren es viele nicht mehr. Und das ist das große Übel. Und die Menschen spüren kein Vertrauen mehr. Und das verspüren auch wir hier im Saal nicht. Und deshalb gibt es von unserer Seite aus ein Nein zur Wahl dieses Landeshauptmannes.